Eieiei. Maßlosigkeit. Also ich glaube, als wirtschaftliche Basis ist sie eine überholte Institution. Man kann aber ja ganz bestimmt auch aus vielen anderen Gründen heiraten. Und da würde ich das dann nicht finden. Also das, was sie lange war, um Frauen sozusagen einen Lebensunterhalt zu sichern und dem Mann sozusagen ein Zuhause zu sichern, diese Tradition ist überholt. Ja, das finde ich schon. Ich bin auf jeden Fall gegen das Betreuungsgeld. Warum? Weil ich es A, einen vollkommenen Schwachsinn finde, Kinder nicht in den Kindergarten zu schicken, weil das Problem der Integration dann halt einfach mit der Schule auftritt. Die Kinder die Sprache nicht sprechen, die Mütter nicht integriert werden, die Kinder nicht integriert werden. Und weil es einfach vielen Menschen die Entscheidung abnimmt, arbeiten gehen zu können sozusagen. Ich bin ein absoluter Hasser der Betreuungsprämie, um das nochmal zu erwähnen. Also ich wollte Kindertherapeutin werden, weil mich das immer wahnsinnig interessiert hat und weil ich, ich glaube, ich hätte das vielleicht auch gar nicht so schlecht gekonnt, wobei ich bewundere, wie Menschen das können, ohne das Leid so nah an sich ranzulassen. Aber das hat mich immer sehr interessiert, also Psychologie besonders und dann eher als Spezialgebiet, also Kindertherapie. Freundschaft, Humor, Ausdauer, weil es ist ja nicht so, dass in einer Patchwork-Familie die Menschen einander nicht auf die Nerven gehen würden. Das denkt man ja immer, dass Patchwork so der Schlüssel zum Glück ist. Aber im Prinzip ist es ja nichts anderes als eine Beziehung nur in erweiterter Form. Also eigentlich ist es fast noch komplizierter als ohne. Aber es ist für mich die einzige Art, die sich zu leben lohnt. Also da glaube ich wirklich komplett dran. Also ich möchte meinen Kindern vermitteln, das Wichtigste, und ich glaube, es gelingt mir auch ganz gut, ist eben Verbindlichkeit, ist eine gewisse Form von Demut und ist ein Miteinander statt einem Ego-Trip. Ja, also ich bin ja, wie gesagt, bei mir ist es ja so, privat ist mir das alles gar nicht so, ich bin wirklich relativ bodenständig, also kann ich nicht anders behaupten. Also ich bringe meine Tochter morgens mit Flipflops und Brille in die Schule und wenn ich sie dann nachmittags abhole, sagt die Lehrerin, oh, sie sehen aber ganz anders aus. Dann sage ich, haha, sehr lustig. Und ja, also und da ist Berlin ja auch eine Stadt, die einen dann nicht verführt, auf Äußerlichkeiten Wert zu legen. Unverbindlichkeit und auch so eine gewisse Unhöflichkeit, das gehört, finde ich, auch dazu. Also neulich stehe ich zu Hause in Berlin an der Kasse und vor mir ist eine junge Frau und die hat ein ganz kleines Baby auf dem Bauch und der fällt was runter. Ich finde es absolut selbstverständlich zu gehen, das aufzuheben und ihr in die Hand zu geben. Und die hat mich angeguckt wie ein Auto und sagt, danke. Ich so, ja, wo war jetzt das Problem? Und dass man das auch weitergibt. Ich denke schon. Also ich denke schon, dass man es heute einfacher hat als vor 20 Jahren, weil einfach eine gewisse Form von Selbstverständlichkeit eingetreten ist. Aber wenn wir diese Frauenquotendiskussion immer noch haben und wenn es immer noch so ist, dass eine, wie heißt es, Betreuungsprämie also ausgesetzt wird von unserer Bundesregierung dafür, dass Frauen zu Hause bleiben und die Kinder nicht in den Kindergarten gehen, da fragt man sich dann schon, was denn eigentlich wirklich geschehen ist dazwischen, ne? So in den letzten 20 Jahren. Ich arbeite halt in einem Beruf, in dem also ich werde nicht daran gemessen, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin, weil ich spiele halt eine Frau, daran ist nichts zu ändern. Aber dass Männer auch in meinem Beruf immer noch besser bezahlt werden als Frauen, unabhängig vom Marktwert, also wir sind noch nicht am Ende. Das ist so lustig, oder was ist wichtig für einen, wird man, wenn man das als junger, ganz junger Mensch gefragt wird und dann so langsam älter werden, immer wenn ältere Leute gesagt haben, Gesundheit, hat man das immer nicht verstanden, oder? Habe ich immer gedacht, ja, wieso gesund bin ich sowieso? Das ist aber nicht so. Also gesund bleiben, arbeiten und mit meinen Lieben so alt wie möglich werden, das wären die drei Wünsche, ganz unbescheiden. Es ist nicht nur einer, sondern es sind schon drei. Das wäre schon toll, ja. Also was ich versuche, ist Yoga, was ich versuche, ist ab und zu einfach Telefone wegzulegen, Computer wegzulegen, einfach auch mal, ich koche gerne, das finde ich sehr beruhigend, aber so richtig zur Ruhe kommen, ist mir irgendwie noch nicht gelungen, nein, wäre gelogen.
Also das ist A von Brecht und dann erst von mir. Das habe ich also gerne geklaut. Es klingt sehr fatalistisch, aber ich glaube, es stimmt trotzdem. Also kann man übersetzen, bedeutet es in Bewegung bleiben und sich nicht festmachen und nicht das Leben ausschließen, während man versucht, glücklich zu werden.